بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على سكبة الله دمهان دبلتن الله زيقن هايل بمهان سشكاية زنا قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, wenn es, soweit man kann, also dass man zusammenrückt, Barakallahu fikum, damit die Geschwister, die reinkommen, auch noch Platz haben, Barakallahu fikum. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns im Laufe des Jahres bestimmte Phasen, an denen wir die Möglichkeit bekommen, uns ihm besonders zu nähern. Und das wird deutlich im Monat Ramadan, an dem Allah azza wa jal die Tore des Paradieses öffnet und die Tore der Hölle schließt und die Satane in Ketten legt. Ebenso die Tage des Hajj, die nur eine bestimmte Anzahl von Tagen sind. Und ebenso, liebe Geschwister, die Tage, die ersten 10 Tage von dem Monat Dhul-Hijjah, an denen Allah subhanahu wa ta'ala die Taten so bewertet wie an keinen anderen Tag des Jahres. Insofern geht es uns nicht um die Versorgung Allahs im Diesseits, sondern uns geht es um die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits. Liebe Geschwister, in diesem Jahresabschnitt wissen wir, dass die Nacht lang ist, dementsprechend der Tag kurz ist und dass es tagsüber kühl ist. Und deswegen ist überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von Amr ibn Mas'ud al-Jumahi, dass er gesagt hat, dass Fasten im Winter ist eine leicht ergatterte Beute. So ungefähr hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen erkennen wir, dass die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen diese Anordnung oder diese Empfehlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt haben. Und wir lesen über viele von ihnen, dass sie besonders in dieser Jahreszeit sich die Mühe gemacht haben, sich besonders viel für Allah subhanahu wa ta'ala aufzustellen und viele Hasanat vorzubereiten für den Tag, an dem sie für Allah azza wa jal gegenüberstehen werden. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, wenn der Winter eintraf, sagte er: O Winter, herzlich willkommen. In ihm steigt der Segen hinab. In ihm ist die Nacht lang, um viel zu beten. Und in ihm ist der Tag kurz, um zu fasten. Und Yahya ibn Mu'adh pflegte zu sagen: Die Nacht ist lang, deswegen verkürze sie nicht durch deinen Schlaf. Und der Islam ist rein, deswegen verschmutze ihn nicht durch deine Sünden. Und Ubayd ibn Umayr, er gehört zu den Tabi'in, zu den vertrauenswürdigen Tabi'in, er sagte: Wenn der Winter eintraf, O Leute des Koran, das ist eure Zeit, lest den Koran darin. Gemeint ist, betet in der Nacht. Und der Tag ist kurz, deswegen fastet an ihm. Es ist höchst verwunderlich, liebe Geschwister, wenn man schaut, wie die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, über was sie sich geärgert haben oder was sie bereut haben am Ende ihres Lebens. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, der in Großsyrien gestorben ist, in heutigen Jordanien, als er am Sterben war, weinte er und man fragte ihn: Mu'adh, warum weinst du? Er sagte: Ich weine aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr im Sommer tagsüber fasten kann und dass ich nachts nicht mehr im Winter beten kann und dass ich nicht mehr mich mit anderen Menschen drängle, wenn es darum geht, zu den Gelehrten zu gehen. Liebe Geschwister, das Fasten im Winter ist eine leicht ergatterte Beute. Dementsprechend fällt die Belohnung im Sommer mehr aus. Und das ist, was er bereut hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er bereut nicht, was er an diesem Leben alles verpasst hat, an weltlichen Dingen, sondern er bereut es, dass er nicht noch mehr getan hat. Und das ist die Einstellung eines gläubigen Menschen, dessen Wille, beziehungsweise dessen Hoffnung und dessen Ziele weit hinausragen über sein Todesdatum. Und deswegen verdient er auch das Paradies. Denn egal wie lange er lebt in diesem Leben, er würde noch mehr machen. Würde Allah Azza wa Jal ihm das Leben von Noah geben,
Trotzdem würde er sein ganzes Leben lang nach Allah Azza wa Jal ausrichten. Und umgekehrt, der ungläubige Mensch, selbst wenn man ihm so viel Zeit geben würde, wie das diesseits anhält, er würde niemals wieder zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen verdient der eine das Paradies und der andere die Hölle. Die heutige Jugend, sie weint ebenfalls, wie jede andere Jugend ebenfalls weint. Aber der Unterschied ist ungeheuerlich. Wenn man jemanden fragt, manche von ihnen fragt, warum weinst du? Dann trifft dich die Antwort wie ein Blitzschlag. Und diese Antwort lautet dann, weil zum Beispiel sein Fußballverein irgendein Spiel verloren hat oder ausgeschieden ist von irgendeiner Meisterschaft. Und der andere weint, weil er seine Freundin verloren hat und sie sich einen anderen Freund ausgewählt hat. Und das zeigt dir, lieber Bruder und liebe Schwester, in welchem Zustand sich manche Muslime befinden, vollkommen weit entfernt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen gern hätte. Möge Allah uns helfen, möge Allah uns dabei helfen, aus diesem Zustand wieder hinauszukommen. Wir bitten Allah azza wa jal, dass er unseren Zustand verbessert. Und der Zustand eines Volkes ändert sich nur, wenn sie sich selbst ändern. Liebe Geschwister, in diesem Wechsel von Winter und Sommer und Herbst und Frühling, darin stecken viele Hinweise darauf, dass der Mensch sich Gedanken machen soll über sein Leben. Und dass dieses Leben, jedes Mal, wenn ein Jahresabschnitt vorbei ist, dann soll er wissen, dass er um einen Jahresabschnitt, um ein Jahresviertel Allah Azza wa Jal näher gekommen ist. Und damit meine ich das Jenseits. Jede Stunde sogar, die du verbringst, bringt dich um einen Schritt, um eine Stunde deinem Tod näher. Ja, lieber Bruder, ja, liebe Schwester, es ist eine Wahrheit, die unangenehm zu ertragen ist. Es ist eine Wahrheit, die jeder Mensch ins Auge schauen wird. Und deswegen, lieber Bruder, braucht man immer wieder als gläubiger Mensch eine Erinnerung von Allah subhanahu wa ta'ala über die Wirklichkeit dieses Lebens, denn vor dieser Sache, vor diesem Ende, vor diesem Tod, davor ist keiner sicher. Und kein Mensch kann dieser Sache entkommen. Weder die ersten Menschen sind davon entkommen, noch werden die letzten Menschen davon entkommen. Noch weder sind die Propheten, weder haben die Propheten, konnten sie dem Tod aus dem Weg gehen, noch werden irgendwelche anderen Menschen, die unachtsam sind, dieser Sache aus dem Weg gehen können. Allah Azza wa Jal hat uns in dieser Zeit einiges erleichtert. Denn die Nacht, Entschuldigung, denn die Kälte und der Wind und der Schnee und das Eis sind alles Dinge, die den Menschen schaden können. Sie können ihn sogar töten. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal es den gläubigen Menschen erlaubt, dass wenn er sich nicht waschen kann und sich nicht duschen kann, weil es sehr kalt ist, und wir dürfen nicht nur an uns selbst denken, sondern es gibt auch Geschwister anderswo, die nicht die Möglichkeit haben, Wasser anzuheizen und die nicht die Möglichkeit haben, warmes Wasser zu verwenden, er hat ihnen erlaubt, stattdessen den Tayammum durchzuführen. Aber, und das lesen wir auch in dem Hadith, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache bestätigte, als Amr ibn al-As einmal Junub war, auf einem Feldzug, und dann hat er den Tayammum durchgeführt, sein Gebet verrichtet, den Menschen das Gebet angeführt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Handlung gebilligt. Aber der bloße, die Tatsache, dass es ein bisschen anstrengend ist, ist noch kein Grund dafür, für uns, dass man deswegen sich nicht wäscht und dass man sich wegen nicht duscht, das heißt den Ghusl vollzieht. Denn als einmal eine Gruppe von Muslimen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, und das war eine Gruppe vom Stamm von Thaqif, dann baten sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum, dass er ihnen diese Waschung unterlässt. Das heißt, sie waren ihn gebeten, O Gesandter Allahs, in unserem Ort ist es sehr kalt. Und wir bitten dich darum, wir wissen, dass Thaqif, heute Taif, liegt ungefähr 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Und sie haben ihn gebeten, O Gesandter Allahs, bitte, statt dass wir uns waschen, gib uns doch lieber die Möglichkeit, einfach, dass wir Tayammum durchführen. Aber der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat diese Sache abgelehnt. Zur Erleichterung Allah subhanahu wa ta'ala gehört es, dass er uns das Streichen über die Ledersocken erlaubt hat. Und es gehört auch dazu, dass wenn es draußen kalt ist und windig ist und regnet und Schnee fällt und es vielleicht sogar hagelt,
dass du die Erlaubnis hast, dein Gebet zu Hause zu verrichten. Denn Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu hat einmal in einer kalten Nacht, in der es windig war, zum Gebet gerufen und dann hat er im Gebetsruf einen Satz hinzugefügt. Er heißt auf Arabisch Ala sallu fir rihal, das heißt so viel wie hört, betet in euren Häusern. Und daraufhin sagt er, der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte dem Gebetsrufer, das in kalten Nächten, wenn es regnet, zu sagen. Hört, betet in euren Häusern. Und wenn wir diese Erleichterung sehen, aufgrund der Situation, aufgrund, dass es regnet, aufgrund, dass es kalt ist, aufgrund, dass es schneit, aufgrund, dass es hagelt, dann wissen wir, dass wenn diese Sachen nicht gegeben sind, dass du verpflichtet bist, dein Gebet so zu verrichten, wie Allah Azza wa Jal es angeordnet hat in der Gemeinschaft der Muslime. Liebe Geschwister, und vieles anderes ist überliefert worden über wie man gute Taten bei Allah ergattern kann. Dazu gehört es, dass man den Wudu ausführlich durchführt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht darauf hinweisen, wodurch Allah die Sünden vergibt und wodurch er dich um Rangstufen erhöht? Daraufhin sagten sie, selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Er sagte, indem man den Wudu ausführlich vollzieht, auch wenn es anstrengend ist, indem man viele Schritte zu den Moscheen macht und indem man nach einem Salah auf das nächste wartet, das bedeutet es, stationiert zu sein. Das bedeutet es, stationiert zu sein. Und wir wissen, dass wenn es kalt ist, es ist anstrengender, den Wudu durchzuführen als sonst. Aber wisse, dass Allah Azza wa Jal dir dadurch deine Sünden vergibt und dich dadurch um Rangstufen erhöht. Und deswegen sei man sehr vorsichtig, denn es kann sein, wenn man viele Kleider anhat, dass man versucht, seinen Ärmel zurückzumachen, um seine Hand zu waschen oder seinen Arm zu waschen, und dann wäscht man aus Versehen nicht seinen Ellbogen mit.